Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2. Bevor ich loslege, direkt mal die Ankündigung, dass ich wahrscheinlich zwischendrin schneiden muss, weil ich weil ich jetzt nicht so viel Zeit habe, dass ich jetzt sage, ich nehme hier 20 Minuten auf. Ich muss nämlich dann gleich los. Ich versuche mal so ein bisschen, wenn ich vor der Uni noch ein bisschen Platz frei habe, dass ich dann noch ein bisschen was aufnehme. Und das ist jetzt gerade der Fall. Aber ich schaffe eben wahrscheinlich nicht direkt 20 Minuten. Deswegen schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und ich war gerade sofort so kurz davor, zerquetscht zu werden. Könnt ihr es glauben? Weil ich habe eben unter der Woche sehr wenig Zeit. Vor allem eben, damit. Montags und dienstags nicht. Und mittwochs. Also eben unter der Woche. Andere Tage gehen dann. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen was davor aufzunehmen. Und ja. Zu den Geisterhäusern vielleicht noch ein paar Takte, die ich eigentlich sagen wollte. Das ist übrigens ziemlich cool. Da müssen wir den richtigen Schalter aktivieren, damit die Sternmünze erscheint. Genau hier jetzt. Und dann baut sich diese Welt nach und nach auf. Aber eben unterschiedlich. Und jetzt habe ich das Ganze so aufgebaut, dass die Sternmütze nicht mehr kommt. Verdammt, mach ich es halt so. Also im Prinzip bauen sich die Sachen hier unterschiedlich schnell auf, je nachdem welchen Schalter man aktiviert. Und ja, die beiden Schalter muss man dann irgendwie richtig positionieren, weil das funktioniert. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, Geisterhäuser sind zu diesem Zeitpunkt keine große Sache mehr. Man hat sie seit Super Mario World irgendwie und ja, waren im DS-Teil da, waren im Wii-Teil da. Leider von der Musik her nicht mit der coolen Super Mario World Musik, aber hey, in Super Mario Bros. Wii hat man einen neuen Soundtrack dazu entworfen und wann immer sich eine Super Mario Bros. Traut, einen neuen Soundtrack rauszubringen, bin ich froh und nicht wie hier gerade mal ein Neuner. Das tut mir leid, aber es ist halt so. Was wirklich enttäuschend ist, man nur diesen Athletic-Theme und das war's? Warum? Also, hätte man wirklich ein bisschen mehr machen können. Soundtrack ist, ja, ist doch etwas, was mich stört, wahrscheinlich mehr als andere, weil ich eben jemand bin, dem ein guter Soundtrack sehr wichtig ist. Kommt eben auch auf die persönliche Präferenz an. Vielen wird dessen im Jump'n'Run wahrscheinlich nicht so wichtig sein und das verstehe ich auch absolut, weil das jetzt nicht der hauptsächliche Sinn eines Jump'n'Runs ist, eine schöne Schönung ist die zu haben. Aber für mich ist es eben wichtig. Und ja. Jetzt genau zu den Geisterhäusern wollte ich was sagen. Jetzt muss ich erstmal schnell hier nach drüben und das hier aktivieren. Ihr habt gesehen, da rechts ist die Sternmünze erschienen. Im Prinzip, ihr habt gesehen, wie ich die Schalter aktiviert habe, so muss man sie aktivieren, um hier zum geheimen Ausgang zu kommen und um die Sternmünze zu holen. Also das ist eigentlich die einzigen Kombinationen, die irgendwie wichtig sind. Und dann, dass man diesen Schalter da oben findet. Und das ist wieder was, da frage ich mich. Ich meine, ihr habt gesehen, die Sternmünze ist da links in dem Raum erschienen. Das ist ziemlich gut gemacht, weil man das nicht unbedingt gleich sieht. Sehr fies und gut gemacht. Wenn man die Tür zum geheimen Ausgang ganz gut sieht und dass man jetzt einfach mal sagt, hey, da gibt's eine Sache, die aktiviert zwei Sachen, ist an sich gut. Was dabei vielleicht ein bisschen schade ist, jetzt fliege ich da tatsächlich mal hoch, denn hier kann ich diesen goldenen Ring aktivieren und wenn Buhus dann rumschweben, ein bisschen wie wenn man einen Koopa-Panzer schmeißt, dann werden es, oder finden sie immer eine Spur Goldmünze, das ich ja nicht, zeige euch einfach mal, was hier passiert. Hier kommt man nämlich in einem Raum, wo im Prinzip nichts ist, aber man auch nicht wirklich rauskommt. Und dann muss man die Sachen in dieser Reihenfolge aktivieren, damit man auch tatsächlich wieder rauskommt. Von daher geht da nicht hin. Ihr kommt zwar tatsächlich weiter, wie wenn ihr den anderen Weg geht, aber es ist, zumindest wenn man es erstmal durchspielt, hier ist halt nichts. Keine Sternmünze, keine interessante Sache, die man sich mal anschauen sollte, sondern einfach nur ein Weg raus. Aber jetzt komme ich ja nicht weiter zu, verdammt. Die Geisterhäuser haben eine Besonderheit hier, die man davor nicht hat, nämlich dass sie immer geheime Ausgänge hatten. Oder haben. Und dass man irgendwann gemerkt hat, dass sich Geisterhäuser doch sehr, sehr gut eignen, um geheime Ausgänge zu verstecken, da kam man dann doch ziemlich früh drauf in der Franchise. Weil man irgendwann gemerkt hat, okay, und jetzt erscheint Dieter, wie gesagt, links und sorgt im Prinzip dafür, dass zwei
Sachen aktiviert werden. So, okay. Dann können wir jetzt gehen. Den tatsächlich normalen Ausgang nehmen. Wie gesagt, das Einzige, was mich hier eigentlich stört, ist, dass man theoretisch auch was mit den anderen Schaltern machen könnte. Also da links gibt es drei Schalter und man hätte bei unterschiedlichen Kombinationen machen können, dass man in unterschiedliche Bereiche kommt. Vielleicht bei einem zum geheimen Ausgang und bei einem anderen zur Sternminze. Aber sie dachten sich vielleicht, dass die Leute genau damit rechnen und man deswegen was anderes macht. Ich weiß es nicht, aber das sind jetzt nur meine Gedanken so zu. Und das ist jetzt das Level, was am meisten an so Mario Maker erinnert. Ich werde kurz meine Gedanken ausführen zum Geist aus Bane. Dann schauen wir hier. Man hat relativ früh, auch wenn du so mal bei der Serie gemerkt, dass sich Geisterhäuser hervorragend anbieten, um geheime Ausgänge einzubauen. Ja, schaut euch einfach mal, hier kommen jetzt hier Piranha-Banken raus, ja. Weswegen man auch relativ häufig sie versteckt hat, weil Geisterhäuser eben sowieso Rätselhäuser sind und oft mit vielen verschiedenen Türen arbeitet, die man betreten muss. Was? Warum hast du dich nicht festgehalten? Du fliegender Waschbär! Und davon ausgehend hat man dann da tatsächlich schon relativ faktisch sehr viele geheime Ausgänge eingearbeitet, aber eben nie in jedem. Und hier in diesem Spiel hat man dann gesagt, hey, das bietet sich so gut an, machen wir es einfach eine feste Regel. In jedem Geisterhaus gibt es einen versteckten, einen geheimen Ausgang. Und ja, von daher ist das jetzt so? Ich meine, es bietet sich ja auch gut an, dagegen sage ich nun nichts. Ist jetzt in dem Fall auch egal, ob es berechenbar ist oder nicht, aber dass man da diese beiden Themes hier verbunden hat, geheimer Ausgang, natürlich gibt es sie auch in anderen Leveln, das wäre dann wiederum ein bisschen blöd, wenn sie nur einen Geist äußern. Ich glaube aber, dass man prinzipiell mal weiß, okay, in jedem Geisterhaus muss ich irgendwie nach einem geheimen Ausgang suchen. Ist doch ganz positiv. Aber ja, gehen wir dann zu diesem Level hier zurück. Das, wie gesagt, das wirkt für mich extrem wie ein Super Mario Maker Level. Einfach ganz, ganz viele Ranken irgendwie eingebaut. Das ist jetzt gar nicht mal abwertend gemeint, sondern einfach von dem Konzept, wie es aufgebaut ist. Wenn man dann irgendwas aktiviert, aktivieren die sich sofort und man muss schnell nach oben. Dann hat man wie hier einen Goldblock, der mich gerade fast umgebracht hätte. Ein Haufen Powerschalter, den man aktiviert. Ich weiß, das Ganze wirkt wesentlich chaotischer, wenn ihr mich fragt. Und tatsächlich ist es cool zu sehen, dass Nintendo da neue Level-Ideen geht. Aber mir fehlen bei diesen ganzen Leveln, wie gesagt, so ein bisschen die Struktur im Vergleich jetzt zu den anderen Welten. Weil selbst wenn man kein Team hat, kann man die Level ein bisschen strukturierter aufbauen. Meiner Meinung nach, wie gesagt, es kann sein, dass ihr das ganz anders seht und sagt, hey, das ist doch mega cool, ja. Hier hört man einfach Level, auf die sie gerade Bock hatten, ohne dass man da jetzt eine riesige, nicht unbedingt Struktur dahinter erkennt, aber einen riesigen Zwang erkennt, nach welchem Schema die Level funktionieren müssen, das ist vollkommen okay, aber ich habe da so ein paar Probleme mit. Weil es für mich, und das ist halt das Schwierige, weil ihr wisst, ich beschreibe sehr gerne, was mich genau stört. Hier kann ich es nicht genau sagen. Und ich kann auch jetzt nicht genau sagen, außer bei diesem Level jetzt, weil hier merkt man es aber mit diesen vielen Ranken, die hier herumwirbeln, was mich da jetzt genau dran stört. Aber ich finde einfach, dass die anderen Level von Nintendo einen wesentlich klareren Aufbau erkennen lassen, den ich jetzt persönlich bevorzuge, weil ich kein Fan von den Mario-Leveln bin, die so kreuz und quer wirken. Das ist übrigens auch tatsächlich etwas, was ich an Retro-Studios Spezial-Level nicht mag. Also da haben sie dann immer die normalen Level aus Returns und Tropical Freeze, die absolut episch sind, die alle super Themes haben, wundervoll durchgetaktet sind mit mega interessanten Ideen. Und da kommt die Spezial-Level, das heißt jetzt der Bananentempel oder die drei aus Tropical Freeze, wo einfach ein Haufen Sachen aneinander geklatscht sind, alles sich in den Wolken abspielt. Dann ist da mal eine Frucht, auf der man steht, dann ist da plötzlich ein Gefährt, mit dem man fährt und man kapiert gar nicht, was passiert hier eigentlich? Das ist tatsächlich sogar noch ein bisschen schlimmer als hier. Und
Ich verstehe es nicht, da kommt dem Monster Games und macht eine hervorragende Spezialwelt, die super mit den Level-Themes arbeitet. Aber vielleicht ist das am nächsten... Oh, verdammt, es ist wieder passiert. Das am nächsten... Oder ist das am nächsten an meinem Kritikpunkt dran? Ein bisschen wirkt das hier ähnlich, wenn auch nicht hundertprozentig gleich. So, und jetzt möchte ich tatsächlich mal über die Unterschiede zwischen Tanuki Mario und Waschbär Mario reden. Nachdem ich es jetzt schon seit Ewigkeiten versuche und verdammt, den Goldblock kriege ich nicht mehr. Aber... Ich glaube aber, das ist ein Leben und ich mag... Da kommt jetzt Leben raus und ich mag Maxi Mario. Ich schau mal. Ja. Man, was hätte hier Maxi Mario auch machen sollen? Der wäre hier... Ist ja suboptimal gewesen. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich dazu gehe. Diese neue Höhlenumgebung mag ich. Also ihr seht, es ist ein bisschen anders als das normale Underground... Oder der normale Underground-Theme. Und mit dem meine ich jetzt nicht die Musik, sondern die thematische Auseinandersetzung, wie das Ganze aufgebaut ist. Ist deutlich anders aufgebaut. Wirkt mehr wie eine alte archäologische Höhle. Aber genau das, finde ich, macht hier die Abwechslung wirklich gut. Und ich finde, mit diesen vielen unterschiedlichen Blöcken arbeitet man sich da auch sehr gut ab. Das Einzige ist halt, wir hatten sowas ja schon mal in der zweiten Welt. Und das hier wirkt sehr ähnlich. Man springt auf Powerblöcke, dann aktivieren sich bestimmte Sachen. Hier hat man jetzt einfach mal vier Feuerblumen direkt nebeneinander, weil warum nicht? haut man halt einfach rein. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber so ein bisschen wie wenn ein 12-jähriger Level-Design sich denkt, oh, ich werde hier jetzt vier Feuerblumen hinhauen. Wie gesagt, das soll jetzt nicht abwerten gemeint sein, sondern einfach analytisch. So wirken die Level teilweise ein bisschen. Aber wie gesagt, sowas hatten wir halt schon in der Richtung. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn man Themes wiederholt, aber wie gesagt, bei vielen fehlt so ein bisschen die Eigenständigkeit. Da hilft auch nicht, dass es das Mario Bros. Mit den meisten Leveln ist. Und das ist tatsächlich. 90 Level gibt es hier, wenn man die Regenbogen-Level dazu zählt. Und das ist mit Abstand das Mario Bros. Mit den meisten Leveln. Dann kommt noch natürlich 3D-Land, was noch mehr hat. Das sind über 100. Aber liegt eben auch daran, dass es 8 Welten hat und es da wirklich schlimm wird, weil sobald man die Spezialwelt erreicht, hat man eigentlich im Prinzip die anderen Level in schwieriger. Also da habe ich nie, den Sinn habe ich nie ganz verstanden. Und jetzt haben wir Maxi Mario, interessanterweise. Aber genau, Tanuki Mario und Waschbär Mario. Was ist jetzt der genaue Unterschied? Also gehen wir mal in Super Mario Bros. 3 zurück. In Super Mario Bros. 3 hatten wir eben vor allem den Waschbär Mario, der durch das Blatt aktiviert wurde. Und dann sah Mario aus, wie er hier als Waschbär aussieht. So, der konnte ganz normal wie hier fliegen, wenn er einen aufgenommen hat. Dann hatte man aber doch den Tanuki-Anzug. Und auch wenn Tanuki und Waschbären sie sehr ähnlich sind, die waren nicht das gleiche. Sondern der Tanuki-Anzug war im Prinzip, klar, eine verbesserte Version vom... es kann sein, dass ich hier failen werde, deswegen habe ich ja schon mal angefangen zu erzählen, weil ich habe keinen Tanuki. Und ja, das wird lustig. Aber der konnte zusätzlich noch stampfen und zu einer Steinstatue werden, was dafür gesorgt hat, dass Gegner ihm nicht schaden konnten und alle Gegner, die dann Mario als... Und das ist der erste Tod, die Mario angegriffen haben, gestorben sind. Diese Steinstatuenform. Und als man dann den Tanuki in Super Mario 3D Land zurückgebracht hat, und da hat sich in Super Mario Bros. Schon dadurch unterschieden, wie gesagt, Blatt macht zum Beispiel Mario, Tanuki-Anzug macht Tanuki Mario, und dann hat er auch nicht nur den Waschbär-Schweif und die Waschbär-Ohren, sondern einen ganzen eigenen Anzug. Das hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass in 3D-Land extrem vermischt wurde. Hatte man dann das Blatt, was einen Waschbär holt, was ihn aber zu Tanuki Mario gemacht hat. Und der konnte im Prinzip genauso gleiten wie Tanuki Mario, wie Waschbär Mario. Und jetzt wird's verwirrend, konnte aber nicht fliegen, weil es ursprünglich sowohl Tanuki Mario als auch Waschbär Mario konnten. Wie gesagt, der Tanuki Mario war in Super Mario Bros. 3 einfach nur eine verbesserte Version von Waschbär Mario.
und konnte zwar an die Steinform gehen, aber nur in einem bestimmten Fall. Warum auch immer. Und zwar gab es dann später eine geupdatete Version von Tanuki Mario. Gar nicht weiß, wie die heißt. Und die konnte dann, wenn man nach unten gestanden wird, zu einer Statue werden. Was machst du? Warum bin ich jetzt hier? Kagebunshin? Oh Gott, du hast so viel Anime geschaut. Oh gut, das haben wir immer in einem dritten Versuch geschafft. Und ihr habt gesehen, das hat uns jetzt direkt zu Weltblume transportiert. Und wenn wir in Welt 3 die Kanone machen, transportiert sie uns auch zu Weltblume. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Weil auf der Karte keine Verbindung zwischen Weltblume und Weltpilz und Weltblume ist. Zwischen 3 und Blume schon, das ergibt Sinn. Aber ja. Okay, ganz kurz. Und ich werde mich wirklich versuchen, kurz fahren. Dieses Level ist extrem cool. Eine Stachelkugel ist hinter uns her und wir müssen versuchen, hier so schnell wie möglich durchzukommen. In den meisten Leveln, die ich kenne, muss man da von oben nach unten gehen. Die in so eine ähnliche Richtung gehen in Super Mario. Und daher ist das eine willkommene Abwechslung, dass es immer von links nach rechts ist. Natürlich ein bisschen wie einige Donkey Kong Country-Level, aber es ist ja nicht schlimm, sich daran zu orientieren. Das ist auf jeden Fall vielleicht eine meiner Lieblingsschleuse im Spiel, aber ja. In 3D-Land hat man das dann total vermischt. Weil da hat man eben das Blatt, was einen zu Tanuki Mario gemacht hat, der aber nicht fliegen konnte, aber in der geupdateten Version in die Steinform konnte. In die Statuenform. Das Ganze hat man vielleicht gemacht, weil ein Blatt einfach besser sich einbauen hat lassen als ein Tanuki-Anzug. Die Gründe weiß ich nicht. Und hier wollte man dann das Fliegen wieder einbauen. Wollte aber wohl, so vermute ich, da bin ich mir jetzt sicher, über offizielle Quellen sicher, wollte aber den Waschbär einbauen, weil das einfach besser in 2D darzustellen war. Und weil man ihn eben auch fliegen lassen wollte. Also hat man hier Waschbär Mario, der da wiederum fliegen kann. Aber ebenfalls durch das Blatt heraufbeschworen wird, was jetzt aber durch den Tanuki besetzt ist. Und dann in 3D World macht der Waschbär, nee, macht das Blatt einen wieder zum Tanuki, der aber die gleichen Fähigkeiten wie in 3D Land hat. Also, es ist extrem verwirrend, was jetzt eigentlich was ist. Merkt euch eine Sache, wie man das erkennt, wenn Mario hier nur das Schweifchen um die Ohren hat, ist er ein Waschbär. Wenn er einen Ganzkörperanzug trägt, ist er ein Tanuki. Das ist eigentlich die einzige Weise, wie man es auch unterkennen kann, weil jetzt werden irgendwie beide durch ein Blatt aktiviert und warum weiß ich nicht. Hier kann der Waschbär eben fliegen, deswegen habe ich einfach gesagt, das ist der Unterschied mittlerweile. Aber in Super Mario Bros. 3 können sie beide fliegen. Also, macht mit der Information, was ihr wollt. Das hier ist aber definitiv Waschbär Mario. Interessanterweise haben in 3D World alle Gegner, aber auch keinen Tanuki-Anzug, sondern auch alle das Waschbär-Schwänzchen. Hallo? Peach? Peach? Ja, ich bin nachher an zwei Orten gleichzeitig. Soll ich jetzt in 3 gehen? Oh Mann. Okay, ich muss jetzt kurz Pause machen. Ja, wir sind wieder. Ich bin jetzt wieder da und voller Motivation wollen wir uns die dritte Welt anschauen. Es hat ganz knapp nicht gereicht. Ich hätte vielleicht es noch schaffen können, den Part vollständig zu machen, aber man weiß halt nie und ich wollte den jetzt auch nicht ganz abrupt bei 20 beenden und je nachdem, wie lange das Level braucht, das war schon besser so. So, wir sind jetzt wieder zurück in der dritten Welt. Ich könnte theoretisch auch schon Weltblume machen, aber ich denke, es ergibt mehr Sinn, wenn wir uns auf der Karte auch ein bisschen fortbewegen und erstmal die oberen Welten machen, also die Zahlen und dann die Level, die auf der gleichen Ebene, oder die Welten, die auf der gleichen Ebene sind. In dem Fall Pilz, was auf der gleichen Ebene wie Welt 3 liegt und Blumen, was auf der gleichen Ebene wie Welt 5 liegt, dass wir die dann praktisch nachschieben. Oder, ne, Moment, liegt Pilz auf der gleichen, liegt Blumen auf der gleichen wie Level 4. Schaue ich dann noch. Auf jeden Fall ist es eine interessante Welt, weil man sehr viele Themes hier zusammengeworfen hat. Normalerweise, weil man hat natürlich zwei dadurch verloren, dass man zwei Level geoutsourced oder zwei Welten geoutsourced hat und daraus eine Kunterbunt-Welt gemacht hat, die nicht wirklich ein Theme hat. Wie gesagt, da bin ich ein bisschen unzufrieden, was man daraus gemacht hat, auch wenn ich sogar sage, es kann ohne Theme funktionieren. Aber
Da habe ich jetzt genug drüber gesprochen. Jedenfalls hat man ja am Anfang das normale Gras, die normalen Gras-Plateau-Level gehabt. Und dann die Wüstenwelt. Ganz normal. So, hier hat man jetzt im Prinzip das, was normalerweise Welt 3 und 5 sind, verbunden. Zumindest wenn man jetzt... Also, 3 ist normalerweise Wasser. Und dann kommt es eben drauf an, auf welches Super Mario Bros. Man schaut. Manchmal ist 5 Eis. Manchmal ist Sumpf... manchmal ist es Sumpf. Auf jeden Fall hat man hier Wasser und Sumpf miteinander verbunden, weil man sieht, okay, das ist sich irgendwie ähnlich. In einem Wasser kann man schwimmen, das andere Wasser bringt einen um. Ja, close enough. Und dann hat man das sozusagen, wie gesagt, verbunden, was okay ist. Ich meine, hätte man dafür halt interessante neue Level-Themes sich ausgedacht, könnte ich wahrscheinlich ein bisschen besser mitleben. Wenn ich dann sage, okay, super, sie ziehen die klassischen zusammen und werfen dafür Neues, aber genau das hat man ja nicht wirklich gemacht. Von daher, aber es ist schon okay, die Welt ist eben natürlich ein bisschen länger als die davor. Sowieso werden jetzt die Level alle ein bisschen länger. Yes! Yes! Bei Blum Mario, take this! Aber... muss ich gerade kurz überlegen. Aber genau, so hat man eben auch ein paar andere... Welten dann miteinander verbunden. Sobald wir da sind, werde ich das dann noch näher erläutern. So, das hier ist tatsächlich fast schon nachteilhaft, weil es ist ein bisschen schwieriger mit Goldblumen Mario hier hereinzuschießen als mit einer Feuerblume. Ich weiß auch nicht warum. Natürlich kommt erschwerend hinzu, dass ich hier im Wasser bin, deswegen nicht aus dem Stand drauf feuern kann. So, und ihr seht, es summieren sich... Was? Nein! Ich habe es geschafft, mit Goldblumen Mario als Stern zu sterben. Oder mit einem Stern und Goldblumen Mario zu sterben. Es gibt nur so und so viele Möglichkeiten. Und ich habe es geschafft, dass diese Möglichkeit nicht in den Tod fallen ist. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe es geschafft, zerquetscht zu werden. Weil normalerweise, wenn man in so einem Fall stirbt, mit einem... Item, was jeden Gegner, den man trifft, sofort umbringt. Und einem Stern dazu, der jeden Gegner bei Berührung sofort umbringt. Das ist eigentlich das Einzige, was passieren kann, dass man in den Tod fällt. Aber nein, ich habe noch eine dritte Möglichkeit gefunden. Eine zweite, meine ich. Und immerhin habe ich die Goldblume wieder bekommen. Ist doch eine Sache, die mich zumindest ein bisschen beruhigt. Okay. Sollte ich den Stern wieder bekommen, sollte ich aber diesmal ein bisschen besser Acht geben. Aber wir haben gesehen, meine Münzen haben sich so schön summiert. Für den vierten Gegner, den man erledigt, hat man schon 25 Münzen bekommen. Und da dachte ich halt, hey, wenn ich diese Mini-Eye-Glock schon vor mir habe, nutze ich das Ganze doch wenigstens ein bisschen aus. Und soweit ich weiß, haben diese Kanonen übrigens ein Zeitlimit. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber, okay, es multipliziert sich auf 50 hoch und dann bleibt es dabei. 50 Münzen, die man bekommt, das ist gut zu wissen. Was natürlich gleichzeitig steigt, sind die Punkte, die man dafür bekommt, dass man jeder besiegen kann, die eben irgendwann zum One-Up werden. So, deswegen bin ich relativ froh, dass ich Gold Mario bekommen habe, da ich sonst dieses Geheimnis hätte erkunden können. Zugegeben, es sind einfach nur ein Haufen Münzen, die ich in einen Haufen Blöcke, die ich in Münzen verwandle. Ist jetzt nicht das Spannendste ever, aber hey, es ist etwas, was ich euch zeigen kann, was ich euch sonst hätte nicht zeigen können. Und das ist für mich im Zweifelsfall dann doch immer etwas besser? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Was übrigens dieses Spiel mal dringend braucht, ist ein neuer Wasser-Theme. Also bei ein paar Themes habe ich gar nichts dagegen, dass sie gleich bleiben. Dass der Athletic-Theme immer ein bisschen anders neu remixed ist, ist okay. Wobei man dann natürlich in Super Mario World und vor allem und Yoshi's Island deutlich bessere Versionen als Remix hat, als man hier bekommen hat. Aber das stört mich jetzt gar nicht so sehr, muss ich tatsächlich sagen. So, jetzt muss ich hier irgendwie nach unten kommen. Nein, 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 nein. Nein, verdammt, bleib doch da. Genau. Und dass der andere Gott-Theme immer gleich ist. Mann, der ist so ikonisch. Kein Problem. Auf meiner Seite, aber
Super Mario Brothers war immer dafür bekannt, dass es extrem coole Wasser-Themes hatte. Oder Super Mario mal gemein. Ich meine, Super Mario Brothers, epischer Wasser-Theme. Super Mario Brothers 3, epischer Wasser-Theme. Super Mario World, guter Wasser-Theme. Nicht episch, aber gut. Yoshi's Island, gab es, glaube ich, kein Wasser-Theme. Zumindest fällt mir gerade keiner ein. Super Mario 64, epischer Wasser-Theme. Super Mario Sunshine, cooler Wasser-Theme. Zwischen gut und episch, cool. Super Mario Galaxy, epischer Wasser-Theme. Und jetzt hat man aber hier den gleichen Wasser-Theme für 4 Super Mario Brothers, nur Super Mario Brothers Spiele gehabt und Super Mario 3D Land und Super Mario 3D World, und er ist nicht mal so gut. Also, ich meine, wäre das jetzt wenigstens eine Aquatic Ambience Level Track oder wie gesagt, sowas wie Dire Dire Dogs oder so, dann würde ich zwar immer noch sagen, wir brauchen mal einen neuen Wasser-Theme, aber ich hätte weniger ein Problem mit, aber das ist gerade einer der Themes, das macht Nintendo immer so gut, die Wasser-Themes. Irgendwie kommt kein neuer, warum? Naja, gut. Das sind jetzt meine Sätze dazu. Wir sind ganz gut in die dritte Welt gestartet. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und dieses Video so unterstützt, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mich abonniert, wenn ihr es verpassen wollt. Ich freue mich, wenn ihr mich auf meinen Social-Media-Kanälen abonniert. Twitter, Facebook, wenn ihr in Discord kommt. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen schönen Tag zu wünschen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei New Super Mario Bros. 2.